Moin Leute, hier ist euer Minecraft-Randus wieder mit einem Video. Ganz früh am Morgen, ich bin noch müde, wir haben 5.41 Uhr. Meine Eltern sind gerade weggefahren. Ich mache jetzt den Daily Vlog. Der Punkt ist, ich bin ja gleich unterwegs hier zur Arbeit. Und das ist halt dann schwierig, weil es dann dunkel ist und so. Und ich gleich in den Bus muss direkt um 6.41 Uhr. Deswegen will ich das jetzt machen, weil ich zu Hause allein bin, dass es dann erledigt ist. Und könnt mir mal die Kommentare schreiben, was ich machen soll in den Videos, in den Daily Vlogs. Und draußen bei uns liegt immer noch Schnee, es kann aber glatt werden, wir haben ein Grad oder so. Und ja, ich frühstücke gleich erstmal gemütlich, weil ich muss was essen und weil ich noch nichts im Magen habe. Seit gestern Abend. Und dann muss ich mich noch warm anziehen, denn es ist ja kalt draußen. Und mache ich das Video. Ich gucke jetzt gerade ein bisschen Fernsehen. Ich zeige jetzt nicht, was ich gucke, weil es ist ein bisschen doof. Ich habe den Sound aus. Und hab gestern Fernsehen. Und gestern war der Daily Vlog so kurz. Es liegt daran, dass dann irgendwann mein Akku voll war. Speicherplatz ein Tick weit voll war. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Dann habe ich den heute halt 2 genannt. Von den Dingern. Und ja, meine Eltern haben mir hier für Weihnachten das hier geschenkt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier die Schokolade zum Essen halt. Klar, ihr wisst, was ich meine. Und ja. Es wird gleich mal kurz laut. Ich mache mir schon mal einen Kaffee. Wenn es so in 12 Minuten ist es nämlich 6 und dann kommt der Bus um 45. Also, Leute, ja. Deshalb muss ich das jetzt machen. Jetzt muss ich lauter reden. Genau. Und ich kann dann hier auch eine Kaffee. Ich muss euch mal ganz kurz auf den Boden legen, denn ich muss was machen. Ich muss mal vorbereiten. So, jetzt bin ich wieder da, Leute. Ja, ich musste mich gerade vorbereiten, weil, 3 Minuten nach. Scheiße, was kann ich noch reden? Ich habe eigentlich gerade keine richtigen Themen, aber ich muss was sagen, weil ich will nicht schon wieder 3 Minuten nur machen und muss gucken, dass ich gleich meinen Akku lade. Ich habe mir schon meine Jacke angezogen, weil ich ja gleich los muss, dass ich das dann nicht vergesse. Jetzt habe ich diese Titel geguckt. Dort habe ich so Kevin allein zu Hause geguckt, das ist eine ganz coole Serie, auch wenn der Sender ein Kinderfilm war, aber das war es mir wert. Und auf jeden Fall, Leute, gucke ich hier gerade auch wieder Fernsehen, ich gucke Nick Junior, aber ja, muss man ja nicht, will ich jetzt nicht zeigen, was ich da jetzt gucke, aber und ja, mit dem Ohr, das wollte ich noch erzählen, es war so, eines Tages bin ich morgens aufgewacht, vor ein paar Wochen, und das Ohr war leicht dick, die Fotos habt ihr ja gesehen, geschnitten,
Ich habe aber kein Foto, wie dick das aussieht, aber es war richtig dick. Es sah so aus, als ob es fast platzen würde, dieses Ohr. Und das war so, es wurde irgendwann plötzlich, ganz plötzlich dick. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich nachts irgendwie auf eine Kante gestoßen oder so, weil da hat man auch gesagt, das war ein Bluterguss. Und er hat es dann war ich beim HNO. Und der hat dann gesagt, ich muss ins Krankenhaus mit einer Notfallüberweisung und hat mich auch krank geschrieben für die Arbeit ein paar Tage. Und dann bin ich ins Krankenhaus nachts um 23 Uhr bin ich ins Krankenhaus mit meiner Mutter zusammen. Die hat mich nach Frankfurt gefahren und habe dann da bis 3 Uhr gesessen. Meine Mutter habe ich mich ziemlich oft bedankt, weil sie eigentlich am nächsten Tag um 6 Uhr aufstehen musste, zur Arbeit gehen. Aber sie hat dann der Arbeit den Chef geschrieben, sie kommt ein paar Minuten später. Und sie ist dann extra am Morgen noch für mich zur Apotheke, hat mir Medikamente geholt gegen Infektionen, die ich schlucken musste. Und die sind jetzt durch, aber das war halt schlimm und da war mit mir ein anderer noch. Aber klar, ist ja mal. Und der hätte mir das Ohr aufgeschnitten. Aufgeschnitten und dann habt ihr das Endstadium gesehen. Aber kann man ja nicht ändern. Hauptsache es verheilt. Ich kriege jetzt am Dienstag dann die Fäden gezogen. Um 12 muss ich da sein. In Frankfurt Innenstadt wieder. Aber egal. Und ja, ich hoffe, es sieht dann ganz gut aus. Und jetzt gehe ich heute zur Arbeit. Mal gucken, was meine Kollegen sagen dazu. Weil ich kann ja nur so zur Arbeit gehen. Ich da kann das ja jetzt nicht wegmachen, weil sonst die Infektionsgefahr groß, dass es sich noch infizieren kann. Auch wenn es zugenäht ist und gut verheilt, stückweise, aber trotzdem bitte. Das wäre nicht gesund, wenn es dann plötzlich ganz schlimm wird und ich dann wieder das durchleben muss. Aber der Körper hat, muss ich sagen, als der Arzt mir das aufgeschnitten hat, hat der Körper anders reagiert. Der hat abweisend reagiert. Das macht ja auch Sinn, weil es ist halt beim Körper so, weil der da halt eine Stelle hat, wo es reagiert. Da wird einem dann bleich und man hat das Gefühl, einem geht es richtig schlecht. Und heiß und kalt und ja, ich musste auch viel trinken, weil ich das Gefühl hatte, sonst wäre ich umgekippt oder bewusstlos geworden. Und dann hat er das gemerkt und dann musste ich Pause machen und das Ohr war klar betäubt, Narkose, aber nicht voll, sondern nur örtliche Narkose. Er hat mir hier 7 Stiche ins Ohr gemacht. Und genau, tschüss, tschüss. Ich muss gleich frühstücken und mich beeilen, damit ich das noch schaffe, weil gleich kommt der Bus um 45 und jetzt haben wir keine Ahnung, ich habe gerade keine Uhr zur Hand. Moment, ich guck mal gerade, ob ich eine Uhr zur Hand habe. Wir haben jetzt gerade 5:53 Uhr. Und dann bin ich in einer Stunde im Bus. Aber das schaffe ich ja alles. Meine Eltern sind jetzt gerade weg, schon zur Arbeit. Obwohl meine Mutter ziemlich früh da ankommt, aber sie bringt meinen Vater zum Flugzeug, weil er auch arbeiten muss. Aber spielt jetzt keine Rolle, wo die hinfliegen. Oder mein Vater hinfliegt. Ja, fliegt halt arbeiten. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und ja, ich gehe gleich arbeiten. Nach Niederrad, fahre eineinhalb Stunden Bus und Zug und schieß mich tot. Muss auch zweimal umsteigen und bin gestern, glaube ich, bin spät eingeschlafen, ich meine um 3 oder so.
vor und da brauche ich jetzt erstmal viel Kaffee. Hab mir auch Kaffee gemacht zum unterwegs trinken. Und Leute, abonniert mich kostenlos. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, ihr guckt meine Daily Vlogs, ihr guckt bei den anderen Kanälen vorbei, also nicht Kanälen, aber bei den anderen Videos vorbei. Und ich habe ja 108 Videos derzeit, werden sicherlich jetzt viel mehr. Ich hoffe, euch gefallen die Videos, ihr guckt sie, abonniert mich kostenlos, unterstützt mich dabei, lasst einen Daumen nach oben und werdet cool, Jungs und Mädels. Werdet cool. Ja, auf jeden Fall. Ich empfehle euch das mit dem Ohr nie. Aber anderes Thema. Es tut mich weh. Und auf jeden Fall besucht mich. Lasst einen Daumen nach oben. Guckt die anderen Videos. Und abonniert mich kostenlos und unterstützt mich dabei. Und dann freue ich mich und haut rein, würde ich sagen, und euch einen schönen Abend oder Tag, wie auch immer. Ciao.